Kaiserstädte haben unzählige Leben gerettet. Sie sind aus der Geburtshilfe nicht wegzudenken. Eine Sektio ist ein Kaiserschnitt. Und bei einem Kaiserschnitt wird das Kind nicht auf natürlichem Wege durch die Scheide geboren, sondern es wird durch die Bauchdecke hindurch entwickelt. Und man macht dazu einen in der Regel horizontalen Schnitt, etwa 2 Zentimeter oberhalb des Schambeinknochens, den man ja gut tasten kann. Und dieser Schnitt ist etwa 8 Zentimeter lang. Und dann wird durch diesen Schnitt hindurch das Kind entwickelt und geboren. Es gibt im Endeffekt 2 Formen des Kaiserschnittes. Einmal den geplanten Kaiserschnitt und auf der anderen Seite den sekundären oder den Notkaiserschnitt. Beim geplanten, wie der Name schon sagt, plant man den Kaiserschnitt aus verschiedenen Gründen, weil eine normale Geburt nicht möglich erscheint. Auch da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Und beim sekundären oder beim Notkaiserschnitt ergibt sich eben unter der Geburt eine Notsituation, die es erforderlich macht, das Kind dann durch die Bauchdecke hindurch zu entbinden. So umstritten ist der Kaiserschnitt eigentlich gar nicht, denn es ist unbestritten, dass der Kaiserschnitt viele Leben rettet, mütterliches Leben, aber natürlich auch Leben von Kindern. Und wir wollen nirgendwo auf der Welt auf die Möglichkeit verzichten, Kaiserschnitte durchführen zu können. Das ist unbestritten. Man muss aber natürlich die Frage stellen, ob die Zahl der Kaiserschnitte, wie wir sie heute durchführen, ob die so akzeptabel oder vertretbar ist. Und da beginnt natürlich der Glaubenskrieg. Was ist eine normale Sektiorate? Wie hoch darf die sein? Und dürfen Frauen überhaupt frei entscheiden, ob sie vielleicht auch, ohne es je versucht zu haben, normal zu gebären, einen Kaiserschnitt haben dürfen? Ich vertrete die Auffassung, dass das im individuellen Gespräch zu klären ist. Und wenn eine Frau sich eine vaginale Geburt nicht vorstellen kann, dann ist das ihr gutes Recht. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht für mich über allem.